Gute, ihr lieben Makerlein. Während ich jetzt darauf warte, dass endlich der lang ersehnte Anruf aus Wolfsburg oder vom Händler auch kommt, dass das Auto endlich ausgeliefert werden kann und endlich repariert ist vor allen Dingen. Wer das noch nicht gesehen hat, das Video findet ihr hier oben. Da habe ich heute Nachmittag ein bisschen Mimimi gemacht, weil ich entsprechend ein bisschen entsetzt und ein bisschen enttäuscht von VW bin. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Kann nicht schaden. Und wenn wir jetzt warten, bis VW anruft, gucken wir uns mal an, und zwar genau drei Gründe, warum ihr als Maker unbedingt eine Heißluftpistole zu Hause haben müsst. Da gibt es nämlich ein paar schöne. Und der erste Grund ist nämlich, hier seht ihr, habe ich so eine kleine Banshee gedruckt. Die ist nicht besonders schön gedruckt. Ich habe jetzt die Werte einfach nur so genommen und habe einfach mal so ganz standard normale PLA-Werte draufgeschmissen. Ich glaube, das war auf dem Mini, ich weiß es nicht mehr, oder am i3. Jedenfalls hat das Teil Stringing ohne Ende. Und genau für sowas braucht ihr eine Heißluftpistole. Warum jetzt? Für die Neulinge unter euch, also ihr wisst ja, das Plastik schmilzt bei einer gewissen Hitze und wenn ihr eine Heißluftpistole draufhaltet, natürlich nicht komplett lange draufhalten, dann gehen die Fäden hier relativ leicht weg. Die könnt ihr wirklich regelrecht wie so ein paar Haare beim Trocknen, könnt ihr die wegblasen. Wenn es jetzt so dickere sind wie hier, kann es ein bisschen länger dauern. Ihr müsst nur aufpassen, ihr dürft es nicht übertreiben und dürft den Hitzestrahl nicht so lange auf das Objekt halten. Das müssen wir nicht hier bei dem PLA, weil das schmilzt natürlich dann. Das verformt sich. Ist natürlich logisch. Deswegen an der Heißluftpistole, ich zeige es euch gleich, ich habe hinten so einen Drehregler dran. Da kann man die Hitzestufe einstellen und dann kann man das genau regulieren, wie stark man das Ganze einstellen möchte. Ich habe dann immer hier entweder so eine Zange oder eine Pinzette zur Hand, mit der ich das Ganze dann ein bisschen zum einen festhalte, damit ich mir nicht die Pfoten verbrenne und auf der anderen Seite halt entsprechend mit einer kleinen Pinzette oder so dran rumrühre, damit das Ganze halt auch weggeht. Ja, das kann man natürlich später nochmal mit einem Entgratungstool wegarbeiten, das ist kein Thema, wenn da noch irgendwas übrig geblieben ist, aber es sieht auf jeden Fall sauberer aus, als wenn man das jetzt einfach so dahinstellt und so stehen lässt. Um das überhaupt mal zu vermeiden, diesen Fehler, rate ich euch, stellt eure Retraction Settings ein und guckt, testet vorher das Material entsprechend, ob das stringt. Ja, also das hier stringt jetzt relativ viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hatte ich damals einen Test gemacht, das Video verlinke ich euch da oben. Ich habe schon wieder falsch gezeigt. Ich kann es nicht anders. Das stringt relativ stark. Ja, von daher kann man es nicht immer vermeiden, aber es geht in manchen Fällen. Genau. Damit wären die zwei Objekte, da hätte ich nochmal ein anderes Objekt im eSun PLA Plus gedruckt. Das ist jetzt nicht ganz so krass, da werde ich es euch gleich dran zeigen, wie ich das entferne. Das ist nämlich ein bisschen einfacher zu entfernen. Das zweite, warum ihr unbedingt eine Heißluftpistole braucht, und das hat mir beim Voron schon den Hintern gerettet und auch schon beim i3 und beim Mini und was weiß ich was für einen Drucker. Also so oft, wie ich da die Heißluftpistole verwendet habe für, kann ich gar nicht aufzählen. Ja, weil ich manchmal einfach ein bisschen deppert bin und nicht drauf achte oder das Bett nicht richtig level und schon ist die Düse verstopft. Und vielleicht ist die Düse nicht einfach mal nur bis zur Düse verstopft oder zum Heizblock, sondern vielleicht auch mal ganz bis in die Pipe rein. Und dann habt ihr echt ein Problem, das Zeug rauszukriegen. Und beim Voron hatte ich so ein Problem. Beim Voron hatte ich hier, Marco ist mein Zeuge, sage und schreibe, ich glaube, 2 Stunden gesessen am Stammtisch und habe langsam aber sicher mit der Heißluftpistole die Pipe, die Heatbreak-Pipe vom Hotend sauber gemacht und habe am Schluss dann zwar durchgucken können, alles drum und dran, aber innen drin war sie dann leider Gottes so aufgeraut, weil ich das schon so oft gemacht habe bei der Pipe, dass das Material einfach nicht mehr durchgegangen ist. Grundsätzlich geht das aber. Da könnt ihr dann entsprechend, wie jetzt hier, das kriege ich beim besten Willen auch nicht mehr mit der Zange richtig auf, geht nicht mehr, bis zum gewissen Punkt geht's und dann ist Ende. Das könnt ihr dann entsprechend mit einer Heißluftpistole einwandfrei entsprechend sauber machen. Da gibt es dann noch Messingbürsten, den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das ein bisschen sauber schrubben, dann sehen die Dinger am Schluss wie neu aus und ihr könnt sie weiterverwenden. Wenn ihr die Nozzle nicht weiterverwenden wollt, klar, könnt ihr die auch rausdrehen. Manchmal, wenn die abgenutzt ist, ist die auch schon so zusammengeklebt, weil irgendwie sich Material im Gewinde angesammelt hat oder so in Richtung. Dann könnt ihr die heiß machen, könnt das leichter rausdrehen, könnt das Gewinde von innen sauber machen, auch mit so einem kleinen Bürstchen, mit so einem kleinen Pfeifenreiniger oder so in Richtung. Und dann die neue Nozzle reindrehen und ihr habt wieder ein komplett sauberes Hotend. Ist also Grund Nummer 2, warum ihr unbedingt eine Heißluftpistole brauchen solltet. Und der dritte Grund ist was? Ist auch wieder Voron-related, sagen wir es mal so, in Bezug auf den Voron. Und zwar habe ich auf der Build-Tag
die Objekte für den Voron gedruckt, also die Teile für den Voron. Und zwar schwarzes ABS. Und die Teile waren, das war gut gelevelt. Ja, war auf dem i3, glaube ich, hin. Das war gut gelevelt. Oder auch auf dem Mini. Und es hat nicht gewarpt. Ich hatte keinen Brim gebraucht. Es war echt gut gelevelt, dass ich hier eine schöne Oberfläche hatte. Allerdings hatte ich in der Oberfläche dann entsprechend solche weißen Ablagerungen. Das kommt halt dadurch, wenn man ABS biegt oder sowas in Richtung oder knickt, dann wird es halt weiß. Und genau das Gleiche passiert hier auch. Und das kann man halt beheben, indem man das ganze Material wieder durch Hitze erwärmt und dadurch halt entsprechend diese angebrochenen Stellen oder angerauten Stellen wieder ein bisschen flüssig macht und das Ganze sich wieder neu verteilt. Was genau chemisch dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es funktioniert. Bei schwarzen Teilen könnt ihr einfach ein Feuerzeug nehmen. Wenn euch das reicht, könnt ihr das gerne machen. Habe ich auch bei dem einen oder anderen Teil gemacht. Funktioniert super und ist vollkommen ausreichend. Aber wehe, ihr habt dann hier ein rotes oder ein weißes Teil gedruckt, dann habt ihr mit einem Feuerzeug echt die A-Karte gezogen, weil was passiert dann? Richtig, es gibt eine Rußablagerung. Und die Rußablagerung kriegt ihr aus den meisten Objekten einfach nicht mehr raus. Deswegen Heißluft füllen, Hitze runterdrehen, auf die passende Temperatur entsprechend für ABS oder für PLA oder whatever. Und dann könnt ihr da einfach nur die Hitze zuführen, ohne großartig Rußablagerungen zu riskieren. Und das schauen wir uns jetzt, alle drei Sachen schauen wir uns jetzt im Detail an. Ich baue die Kamera um und dann können wir uns das angucken, wie das dann entsprechend aussieht und wie das dann wirkt. So, da seht ihr schon, das ist meine Heißluftpistole. Ja, die Marke halte ich jetzt mal einfach zu, das ist eine ganz normale Heatgun. Und auf der Rückseite seht ihr, kann ich entsprechend hier hinten die Hitze verstellen, ja, die Temperatur entsprechend verstellen. Hier vorne habe ich einen Ausschalter und damit kann ich quasi sorgen, dass das Ganze halt entweder kalt oder warm wird. Die Messingbürste, die ich eben angesprochen habe, ist sowas hier. Na, kann er jetzt scharf stellen? Jetzt stellt er scharf, genau. Das ist sowas hier, kriegt ihr auch bei Amazon. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Kostet nicht viel. Ich glaube, der 12er-Pack kostet 12 Euro, also pro Bürste 1 Euro. Ist also jetzt nicht das mega teure Werkzeug, um euch sowas zu helfen. Nutze ich auch immer entsprechend Düse heiß machen, Drucker ausschalten und dann unten an der Düse halt ohne die Heizsocke natürlich entsprechend, um da ein bisschen sauber zu machen, weil da lagert sich ja auch immer einiges an Mist ab. Könnt ihr einwandfrei nutzen, habe ich von einem guten Bekannten bekommen. In diesem Sinne, Grüße raus an Theo. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Ich nehme mal hier die Heatgun. Na, die stelle ich jetzt mal hier auf 2. Blub. Das packen wir erstmal aus dem Weg. Und dann seht ihr hier schon entsprechend, na, wenn er dann scharf stellt, da sind jede Menge Strings drin. Die versuchen wir jetzt zumindest mal ein bisschen zu dezimieren. Das sind recht heftige Strings. Aber das sollte irgendwie gehen. Und dann fangen wir mal an. Und dann gucken wir jetzt noch mal rein. Das sieht schon ordentlich aus jetzt. Besser als vorher, würde ich sagen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen da drin mit der Bürste oder irgendwas reingehen und oder mit einer Pinzette und dann noch mal ein bisschen rumpulen, dann gehen die ganzen Reste auch noch weg. Aber ihr seht, das waren recht dicke Strings und die sind schon direkt auf Anhieb auf Stufe 2. An der Heißluftpistole mit nicht viel Druck sind die weggegangen. Das heißt, wenn ich jetzt da noch mal ein bisschen drin rumpole, ja, ja, Bürste kommt da schlecht rein, aber ja, es geht. Es geht. Man kriegt es raus. So. Ja. Das also zum Tipp Nummer 1. Einfach das Stringing entsprechend entfernen. Das Problem Nummer 2 kennt ihr auch bestimmt, der ein oder andere. Wenn die Düse mal hier vorne verstopft, die ist jetzt noch nicht mehr ganz so versaut oder verstopft. Das erste, was ich mache, ist meistens dann die dann so in die Hand nehmen, mit der Heißluftpistole drauf und dann mit der Bürste hier an der Seite überall den ganzen Gammel abmachen. Das seht ihr hier schon, die hat schon so ein bisschen Riefen. Ja, da habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Das seht ihr gerade vorne auf der Oberseite, ist das schon recht krass. Und natürlich auch, wenn da entsprechend dann die Düse halt schon verklemmt ist oder nochmal mit
Filament einfach verstopft ist oder das Gewinde mit Filament einfach verstopft ist und das halt ausgehärtet ist, dann muss es halt nochmal erhitzen, damit das weggeht. Und deswegen stelle ich jetzt mal hier die Pistole auf, naja, sagen wir mal 6 und starte nochmal die Lüftung. Reicht jetzt soweit? Das ist schon recht warm, muss ich sagen. Ah, da bewegt sich schon was. Ja. Ja, da kommt was raus. Ja, da kommt was raus. Da verdrehe ich mir die Arme fast. Kommen hier raus. Und da sieht man schon die Nozzle jetzt hier an einem Scharfstelle. Da ist noch ordentlich Schnodder dran. Hier im Gewinde, das Gewinde ist recht sauber, muss ich sagen. Bin ich Gott sei Dank froh drum. Aber die Nozzle, ja, die kann man nochmal versuchen, irgendwie nachträglich sauber zu machen. Da ist halt in dem Gewinde nochmal relativ viel Material drin. Auch in der Düse ist relativ viel Material drin. Die könnte man natürlich jetzt von innen auch nochmal mit der Heißluftpistole bearbeiten. Das spare ich mir jetzt hier aber, weil das ist eine Messingnozzle, die hat eh schon ihren Dienst getan. Da kommt dann einfach eine neue drauf mit der Zeit. Dann ist es auch soweit okay. Last but not least, und da seht ihr so ein bisschen das, was ich eben gemeint habe. Das sind so weiße Ablagerungen quasi drauf. Ja. Das kommt einfach davon, dass das Material da an der Oberfläche gebrochen wird. Das heißt, da die Stellen, die schwarz sind, hier in der Ecke, die sind noch normal. Ja, und da, wo es dann so ein bisschen mehr weiß ist, ist es dann quasi eine Oberfläche, als wenn das Material gebrochen wäre. Ist es ja auch eigentlich. Und das beheben wir jetzt einfach mal. So. Ich stelle runter mal auf 4, das sollte eigentlich reichen, oder vielleicht auch 3. Und dann gucken wir mal. Ja, das reicht definitiv. Und wie man sieht, ist das jetzt pitch black. Da ist kein weißer Schatten mehr oder sonst was drauf. Das ist richtig schön schwarz, wie es sein soll. Ja, und genau aus den 3 Gründen solltet ihr euch auf jeden Fall so eine Heißluftpistole besorgen, wenn ihr anfangt mit 3D-Drucken oder sonst in Richtung. Ihr könnt es immer gebrauchen. Selbst wenn es nicht für 3D-Drucken ist, wenn ihr irgendwas. Wenn ihr irgendeinen Schrumpfschlauch drüber packen wollt. Ihr könnt sogar eine kaufen, mit der könnt ihr SMD löten, dass ihr das Ganze so heiß macht, dass ihr dann entsprechend mehrere Bauteile auf einmal löten könnt. Gibt es alles Mögliche da draußen. Ihr seht hier schon in meiner Box, ja, da sind jede Menge Aufsätze. Das heißt, also, da gibt es jede Menge Anwendungszwecke. Der meist bekannte Anwendungszweck ist wahrscheinlich, einen Schrumpfschlauch kleiner zu machen oder solche Sachen. Ich muss aber sagen, um so ein Teil sauber zu bekommen, nachdem es vom Druckbett abgelöst worden ist und auf der Seite, Unterseite weiß ist. Ja, bei Schwarz sieht man es nicht ganz so toll, die Rostbildung, wenn man mit dem Feuerzeug dran geht. Aber man hat auch nicht das Risiko, dass die Temperatur zu warm wird. Man kann sie besser einstellen und dadurch verformt sich das Teil auch auf gar keinen Fall, auch wenn es PLA ist. Ja, also es ist jetzt schon wieder abgekühlt, es hat jetzt keine 10, keine 30 Sekunden gedauert, die Kamera umzustellen. Von daher, das ist schon mit einer Heißluftpistole, das ist echt cool. Auch hier, Stringing. Wie oft habe ich es gehabt? Ach, ich habe wieder vergessen, die Redirection-Settings einzustellen. Okay, schnell mit der Heißluftpistole drüber. Oder hier den Heizblock. Ja, den sauber zu kriegen oder da entsprechend die Nozzle rauszukriegen, wenn sie wie hier entsprechend total verdreckt ist noch. Oder auch von innen sauber zu kriegen oder die Heatbreak entsprechend von innen sauber zu kriegen. Das sind Sachen, da lohnt sich so eine Heißluftpistole schon. Ich packe euch den Link zur Heißluftpistole und zur Messingbürste, kann ich euch nur empfehlen, unten in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing.